Ja, hi Leute. Es liegen noch Sachen aus. Es stehen noch Sachen aus von Tino, die getestet werden müssen aus seiner letzten Sendung. Und ich habe die jetzt mal hier auf meinen Schreibtisch gelegt. Ja, mit dem Manboard, das wird dann auch noch interessant, weil, wenn wir uns hier den Kühler anschauen, dann scheint der Kühler direkt mit dem Gehäuse verschraubt zu werden. Letzteres ist bedauerlicherweise nicht vorhanden. Aber wenn ich Glück habe, sind das hier die Abstände von den älteren AMD-Sockeln. Und da habe ich mal eine Backplate herausgesucht. Die sieht so aus, weil Intel hat ja quadratische Abmessung. Wenn wir wirklich Glück haben. Nee. Schade, schade. Die sind ja doch noch weiter, als ich dachte. Das passt dann leider nicht. Ja. Weil das ist so ein Spezialboard, ne? Ich kann euch ja noch mal die Plastikhalterung kurz zeigen. Ja, das war noch alles dabei gewesen. Okay, mit dem kann man jetzt wohl nichts anfangen. Das ist ein Lufttunnel für die CPU-Kühlung. Und das sieht auch nach einer Abdeckung aus von einem Fujitsu Siemens OEM-PC. Das sieht ja schon ein bisschen nach Abdeckung, Halterung aus. Allerdings haben wir hier keine Gewinde. Aber das sieht schon mal hiermit irgendwie kompatibel aus. Mal gucken, was wir hier. Ah, da haben wir doch schon mal was. Ah, hier steht allerdings drauf, Motherboard vs. AMD CPU. Und wir haben hier eine Intel CPU. Das ist also auch nicht wirklich das Wahre. Ja, aber irgendwie passt das ja. Ihr seht den Kühler. Das könnte ich da so drüber legen hier. Seht ihr? Aber irgendwie passt es dann auch nicht. Ja, toll. Hier haben wir irgendwelche Schienen noch für Festplatten und DVD-Laufwerke. Hat damit aber auch nichts zu tun. Hier sind noch mehr dieser Schienen. Ja, ich glaube, die gehören dann auch mit in die Tüte, die anderen beiden. Sind da wohl rausgepurzelt beim Transport. So. Ja, gut. Lege ich mal auf Seite. Und hier haben wir auch noch mal eine Tüte mit Befestigungsmaterial. Aber das sieht auch nur nach ein paar Füßen aus. Ja. Okay. Nee. Nee, das ist auch nicht das Wahre. Schwierig, schwierig. Ich habe das Gehäuse nicht. Also kann ich den Kühler auch nicht so direkt montieren. Da müsste ich mal nach einem anderen Kühler gucken, dass ich den einfach erstmal so drauflege. Aber so kann man das Memo dann eigentlich nicht verwenden. Ja, dann lasst uns mal mit dem Scanner anfangen. Wir haben hier ein mitgeliefertes USB-Kabel und das Netzteil. Das hat hier zwei Ferritkerne zur Entstörung, aber auf einer Seite interessanterweise. Und überprüfen wir erstmal das Netzteil hier, ob das noch geht. Das muss 12 Volt liefern können. Okay. Ah, mit 1,5 Ampere. Gut. Und dann haben wir den Canon CanoScan 4400F Scanner. So. Da sind auch die Anschlüsse. Ja, das Netzteil sieht zwar aus wie ein altes Netzteil, aber das. Oh. Jetzt haben wir so drei Kontakte, sehe ich gerade. Das ist so ein Stift, okay. Nicht, dass der da noch irgendwie. Na gut, mal gucken, ob der 12 Volt hat. Also, das scheint wohl ein Schaltnetzteil zu sein. Ja, 12 Volt, perfekt. Da kann man dann auch noch mal runterschalten. Okay. So, dann gucken wir uns mal den Scanner genauer an. Der ist jetzt an meinem Rechner angeschlossen. Und da leuchtet es auch schon. Und
Man nehme sich zum Beispiel eine informative Zeitschrift und irgendwo müsste er eine Markierung haben. Genau, hier. Da hat er den Pfeil. Mal gucken, wenn ich das jetzt so hier hineinlege. Das ist nicht ganz DIN A4, das Heft. Den Scannerdeckel schließe. Hier hat er noch ein paar Tasten für PDF, Copy, Foto, E-Mail. Ich mache das jetzt einfach mal bei Windows, Fax und Scan, weil ich das Programm hier von Canon noch nicht installiert habe. Und dann scanne ich es einfach mal. Ja, als nächstes haben wir hier eine drahtlose Tastatur von TechNet. So, müsste eigentlich nochmal ein bisschen sauber gemacht werden. Aber erstmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Hier nennt sich TechNet Mini Keyboard und hat anscheinend einen eingebauten Akku oder... Ja, muss ja eigentlich schon. Ist eine drahtlose Tastatur und offenbar hier mit Bluetooth. Und dann gucken wir mal, ob die denn jetzt schon mal lädt. Dann schließe ich die nämlich mal an ein Micro-USB-Netzteil an. Nicht, dass man sagen kann, ja, die ist ja mit einem USB-Kabel an den Rechner angeschlossen. Dann könnte sie genauso gut dort ihre Daten durchschicken. Deswegen das Netzteil. Mal gucken, was passiert. Also da steht schon mal Charge, okay. Mit grüner Tastenbeleuchtung. Kann man das denn so erkennen? Wenn ich mal das Licht ausschalte. So. Ja, hier mit Beleuchtung sogar. Ja, auch nicht schlecht. Vielleicht kann man die ja noch ein bisschen heller einstellen. Ja, ich habe die Tastatur jetzt mal mit meinem Smartphone gekoppelt per Bluetooth. Und ja, mir ist aufgefallen, dass eine Taste nicht geht. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel was schreiben. Ja. Leertaste geht zum Beispiel nicht oder auch H geht nicht. Also manche Tasten erkennt er nicht. Was ein bisschen komisch ist, aber jetzt hat er wenigstens das deutsche Tastaturlayout drin. Naja. Ob das an der Bluetooth-Verbindung liegt. Man kann hier zum Beispiel Licht machen, allerdings nicht blau einstellen, nur rot, obwohl die Tastatur vorhin auch blau geleuchtet hat. Wenn ich das Stromkabel jetzt mal abstelle, dann leuchtet sie noch weiter. Also der Akku scheint zumindest ein bisschen zu halten. Ja, okay. Ihr seht es leider nicht, aber er setzt es noch um, die Eingaben. Ja, muss ich mal gucken, was mit den Tasten nicht in Ordnung ist. H ist ja nicht doppelt belegt oder so, aber da kann ich drauf drücken, wie ich will. Das macht der nicht. Dann haben wir hier ein großes, schweres Netzteil. Wahrscheinlich mit einem 50 Hertz Trafo. 30 Volt, aber Gleichspannung. 400 mA. 12 VA. Oh, andersrum gepolt. Gut zu wissen. Also innen haben wir Minus und außen haben wir Plus. Dann haben wir hier sogar schon 37,6 Volt, weil das Netzteil nun mal bei 400 mA um die 30 Volt einstellt. Nun zu dem OEM BTX Mainboard. Da war sicherlich gesagt auch noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich gucke mal, ob ich da erstmal einen Kühler Lose auf die CPU legen kann, damit die nicht überhitzt. Wir haben hier im Sockel auch so schräg angeordnet einen Intel Core 2 Duo 4400. Okay. Chipsatz kann ich euch jetzt noch nicht verraten. Ich vermute mal, dass hier DDR2 Arbeitsspeicher installiert werden müsste. Wir haben eine Onboard-Grafik, also Chipsatz-Grafik. LAN-Anschluss, 6 USB, Audio gibt es auch und PS2.
Und wir haben hier neben Firma PCI einen X16 PCI Express Steckplatz für die Grafikkarte, neben einem X1 Steckplatz und einem X8 Steckplatz für Erweiterungskarten. Ach ja, das Mainboard ist ein Fujitsu Siemens D2317-A21. Ja, mal gucken, ob das geht. Ich habe jetzt hier so einen Intel Stockkühler für 775. Da habe ich die Pushpins abgenommen. Hier ist auch noch Wärmeleitpaste aufgetragen vom letzten Einsatz. Ja, mal gucken, ob man den da irgendwie so drauflegen kann. Und dann, wo haben wir denn jetzt hier den Anschluss? Da ist einer. Mal das Beste hoffen. Ja, was den Ammerspeicher betrifft, so haben wir hier tatsächlich DDR2 RAM-Bank. Ah, hier nochmal kurz gezeigt. OZ-RAM, PC2, also DDR2, 6400, also 800 MHz, jeweils 1 GB. Ja, ob das wirklich jetzt so eine gute Idee ist, den Boxkühler einfach so draufzulegen, ob der auch dann richtig Kontakt hat, wird sich noch zeigen müssen. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass dieses Display hier an dem Mainboard angeschlossen werden muss. Interessant. Hier seht ihr dann auch nochmal die Modellbezeichnung. Mal gucken, was das Netzteil dann so anzeigt, wenn ich das Mainboard einschalte. Leuchten tut's schon mal. Aber anzeigen tut's noch nichts. Bin ich mal gleich gespannt. Ah, er gibt ein Bild aus. Alles klar. So, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich nicht weiß, wie heiß der Prozessor ist. Das lässt sich hier im BIOS nicht anzeigen. Was sich aber anzeigen lässt, ist eine Infoseite. Dort erscheint dann auch das CPU-Modell als Intel Core 2 4400, kein Core 2 Duo. Verzeihung dafür. Mit 2 GHz, 2 MB Cache, okay. Und ich denke mal, ich werde das Mainboard verkaufen, weil behalten ist eine Sache mit einem nicht vorhandenen Gehäuse. 4 GB Arbeitsspeicher, das Datum stimmt noch so einigermaßen. Und ansonsten, naja, halt ein OEM-Mainboard, da kann man halt nicht allzu viel erwarten. Und nun zur PCI Express Grafikkarte. Hierbei handelt es sich um ein OEM-Produkt, meines Wissens von Dell, mit ATI-Grafikchip. Und zwar dem X1300. Wir sprechen hier von einer sehr alten Grafikkarte, die maximal DirectX 9 tauglich ist und über einen Einsteiger-Grafikchip verfügt. Sie besitzt einen DMS-59-Anschluss und da gibt es Adapterkabel, um da zwei Bildschirme anzuschließen, beispielsweise hier über VGA. Und als Testsystem haben wir hier ein älteres Ivy Bridge-Setup mit dem Asus P8, schon mal nicht verkehrt. Wo steht's denn? Ach da, P8B75-M, Motherboard, MicroATX, LGA1155 und einem Intel Core i5-3570K lässt sich allerdings hier mit dem Mainboard nicht übertakten, weil der B75 nicht für Tuning freigegeben ist von Intel. Und müssten, glaube ich, 16 GB Arbeitsspeicher von SK Hynix installiert sein. Also, wir sehen schon mal ein klares Bild, aufgezeichnet von einer Avamedia Game Broadcaster HD Capture Karte per VGA, weil ich davor für das Mainboard nur VGA nehmen konnte und ich zu faul war, jetzt die andere Capture-Karte mit dem DVI-Kabel anzuschließen. Jedenfalls hier ein klares Bild vom EFI des Mainboards. Also die Grafikkarte Radeon X1300 scheint schon mal keine Bildfehler zu produzieren. Offenbar hatte ich im Vorfeld schon einen passenden Treiber installiert gehabt. Und zwar hier die technischen Daten, ausgelesen von GPU-Z, 256 MB Arbeitsspeicher bzw. Grafikspeicher auf DDR2-Basis, wie schon erwähnt. Und wir haben hier etwa 600 MHz GPU-Takt und 400 MHz DDR-Takt für den Arbeitsspeicher, 12,5 GB per Second. Naja, das Ganze läuft auch nur mit PCI Express Version 1.1. Außerdem als Subvendor ist Dell angegeben, wie auch schon erwähnt.
Ah ja, hier von 2007 das Ganze. Gut, die Sensoren zeigen auch nicht allzu viel an. Also die GPU-Temperatur kann nicht ausgelesen werden. Ich habe da jetzt aber auch einen aktiven Lüfter vorgesetzt. Die Karte dürfte also auch nicht allzu warm werden. Portal kann zwar gestartet werden auf der RTE Radeon X1300, aber mit maximalen Einstellungen ruckelt das Spiel nur so vor sich hin. Und ich meine, dass die GeForce 210 in der Lage ist, Portal besser darzustellen. Also die ist sogar noch besser hier als die. Ja, ihr seht ja auch an den grünen Werten, dass die GPU zu 100% ausgelastet ist, also 99% gibt der Afterburner an und auch der Arbeitsspeicher, also der Grafikspeicher, eher gesagt, ist komplett gefüllt. Mal gucken, ob man mit den Einstellungen noch was richten kann, weil ich bin ja immer der Meinung und viele meiner Zuschauer auch, dass man nicht immer mit den höchsten Settings spielen muss, sondern auch mal auf ein paar Details verzichten kann, damit es wenigstens flüssiger läuft. Das bringt auf jeden Fall schon was für die Auflösung umzustellen, weil dann haben wir nur noch 230 Megabyte. Gut, aber wir kriegen noch keine 60 FPS hin. Ja, viel ist jetzt nicht mehr zu testen. Jetzt habe ich hier noch eine Ethernet-Karte mit 1000 Mbit, die kann ich auch noch mal kurz dazu stecken. Und dann hätte ich hier noch mal eine parallele Karte. Allerdings habe ich kein Gerät hierfür mit dem Anschluss. Das heißt, die kann ich dann wohl nicht testen. So, also die beiden PCI-Karten mit Ethernet und LPT-Anschluss werden hier im Gerätemanager zumindest erkannt. Das Problem ist aber, für die LAN-Karte gibt es keinen passenden Treiber für Windows 7, weil die schon zu alt ist. Höchstens für Windows 98 und Windows XP. Und die parallele Karte, naja, ich brauche sie ja nicht wirklich, deswegen mache ich mir jetzt auch nicht die Mühe, einen passenden Treiber zu suchen.